Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die französische Birchbox ist wieder bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Juni-Edition verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box ist eine französische Box, die kommt aus Frankreich, ja. Kostet 13,90 Euro plus 3 Euro Versand nach Deutschland und erscheint monatlich. Ich habe gelesen, dass die im Juli und im August eine Box zusammenfassen werden. Ähnlich wie das die My Little Box auch machen wird. Ich habe keine Ahnung, was da in Frankreich los ist, warum die das machen, warum das irgendwie bei denen auch normal ist. Aber gut, dann werden wir, ich denke, im Juli eine große Box bekommen oder im August, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich auch gesehen, dass ihr schon zuhauf, also so richtig, richtig viele haben auch schon meinen Code verwendet, um die Box ein bisschen günstiger zu bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Mensch, das finde ich echt cool. Ja, wenn auch du die Birchbox interessant findest und dir die vielleicht auch abonnieren möchtest, schau einfach in der Infobox vorbei, da steht ein Link und ein Code und dann kannst du die etwas günstiger bekommen. Und ich bekomme auch ein kleines bisschen davon, ja, ich kriege dann quasi so Punkte, ne? Ähnlich wie man das bei Lookfantastic auch macht, da kann man ja auch Punkte sammeln, denn auch die Birchbox hat einen Online-Shop. Genau, und da kann man dann stöbern, die haben Mac, die haben Klinik, da könnt ihr als Abonnent auch immer ein bisschen die Sachen günstiger bekommen, könnt ihr auch mal vorbeischauen, einfach, ich meine, man kann ja auch einfach so in dem Online-Shop shoppen, dafür ist er ja auch da, ne? Genau, mir fällt gerade auf, ich habe gar nichts auf den Lippen, deswegen hoffe ich, dass hier irgendein Lippenprodukt drin ist. Denn ich habe mich eben mit euch zusammen geschminkt. Das ist mein Full Face XX Revolution. Und ja, das habe ich jetzt im Gesicht. Und ich habe aber eben dann noch was gegessen. Deswegen ist mein Lipgloss leider ab. Aber wir sind sehr gespannt. Auf jeden Fall schauen wir uns mal die Box an. Die hat nicht nur ein anderes Design wie im letzten Monat, sondern auch ein anderes Format. Ich persönlich hätte es cool gefunden, wenn es einheitlich ist, sodass man die dann auch stapeln kann. Andererseits ist es auch schon wieder ganz cool, weil das ja auch irgendwie dieses Individuelle gibt, ne? Dieses Mal haben wir eine Magic Hour. Ich glaube, das ist das Motto dann von der Box. Ja, ein Mond, ein Auge, Hände, die das Auge halten und ein Herz. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich finde es schön vom Design her, weil das so schön Gold und dann dieses cremefarbene und dann bunt außen drum zu. Wir gucken aber jetzt mal in die Box rein. Die kommt immer sehr leicht verpackt hier an. Also um diesen Karton drumherum war auch nur eben so ein Karton gemacht, also recht klein auch eingepackt. Und du hast in der Box selber gar kein Füllmaterial. Deswegen hoffe ich, dass wenn die irgendwann mal, Klopf auf Holz, ich hoffe, dass sie es wirklich mal machen, eine Lidschattenpalette oder Puder, Bronzer, Blush oder was auch immer reinpacken, dass es trotzdem heile ankommt. Ne? Na, wir gucken. Aber dafür bin ich ja auch da, um das Ganze mit euch dann zusammen zu testen, ob das so funktioniert. Hier haben wir erstmal ein Kärtchen, wo drin steht, was drin ist. Da sind auch Produktinformationen und Preise drauf. Und das ist tatsächlich auf Deutsch und das finde ich super cool. Denn wenn du von denen auch die E-Mails bekommst, sind die meistens auf Französisch. Wenn man auf die Homepage geht, dann wird das immer übersetzt. Also dann sagt man halt, hey, ich komme aus Deutschland, moin. Und dann wird das übersetzt, aber auch nicht alles. Also ja, man muss da etwas flexibel sein. Und hier haben wir dann den Blick in die Box, wirklich ohne Kröpelpapier. Und es sind halt Mini-Größen, also es sind hochpreisige Marken, die mit Probiergrößen dann halt kommen. So, und jetzt würde ich sagen, wir gucken uns die Produkte mal an und ich schaue zuallererst, ob ich ein Lippi finde oder ob ich hier ein Motto finde. Ein Motto steht hier nicht, unsere Auswahl für dich. Achso, und du kannst auch, ich glaube, immer, also jeden Monat dir ein Produkt aussuchen und ich glaube, ich habe mir eine Mascara ausgesucht, also quasi, was die Mascara machen soll. Ich weiß es aber auch nicht mehr so unbedingt. Ich schiele in die Box und sehe kein Lippenprodukt. Dann nehme ich mal kurz ein Lippenpflegestift, denn das ist mir gerade erst aufgefallen. Sorry. Und ich brauche irgendwas auf den Lippen irgendwie, ne? So, nicht nur vom Gefühl her, dass das Ganze ja auch irgendwie zusammenpassen muss, sondern auch, weil ich irgendwas auf den Lippen haben muss. Ich bin ja echt so, na egal. Wir fangen jetzt mit dem ersten Produkt an, und zwar von Ogai. Moroccan Oil. Das hatte ich schon öfters mal in Adventskalendern drin. Protect and Prevent Spray. Und ja, das ist eigentlich für... Ach so, also for color treated hair and all hair types. Ja, komm, ne? Ich habe zwar keinen, also ich habe meine Haare nicht gefärbt. Ja, ich mache sie noch pastellorange, Leute. Ich hatte bisher nur ein bisschen Angst davor, aber es kommt noch. Genauso wie ich Selbstbräuner verwenden werde und das wollte ich quasi an einem Tag machen. Vielleicht mache ich das morgen, ich muss mal schauen. Da sind 20 Milliliter drin in diesem Sprayer.
Und ich gucke mal, was es machen soll. Verwöhne dein Haar mit dieser Leave-In-Pflege. Sag Adieu zu kaputten Spitzen und trostlosen Längen. Das finde ich gut. Das schützt vor schädlichem Einfluss der Sonne, Umweltverschmutzung und Heizgeräten. Und das soll halt entsprechend glänzend werden. Und du machst dir das einfach drauf. Das finde ich klasse. Solche Sprays verwende ich gerne abends, nachdem ich geduscht habe. Meine Haarroutine kommt noch online. Und ja, das heißt so, das wird dann einfach in meiner Abendroutine mal landen. Genau, dann gucken wir mal, was das nächste ist. Brave New Care. Das ist hier so ein Pöttchen. Ach, du ahnst es nicht. Twinkle, Twinkle, Illuminating. Guck mal, das ist so Kupfer. Da sieht man es besser. Wow. Was ist das? Macht mir das jetzt die Haare bunt oder macht das nur Schimmer in die Haare? Minty, Avec Lamante und Provitamin B5. Et Sucre Hydratant. Ein hydratisierender Zucker? Heißt Sucre Zucker? Weiß ich nicht. Das ist ein Pöttchen mit, tadam, 50 Millilitern. Twinkle, Twinkle, glitzerndes Haar und Körpergel. Okay, du, oh Gott, das ist so ein Wabbelkram. Okay, ich gehe gleich duschen, Leute. Ich mache mir das mal eben in die Haare, wa? Oh, das riecht wirklich minzig. Das riecht angenehm nach Kaugummi. Das wubbelt so komisch. Wabbel, 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 wabbel. Okay, Entschuldigung. Dann mache ich mir mal eben kurz die Ringe ab. Oh mein Gott. Und dann mache ich mir das in die Haare. Das kann ich jetzt ja eben machen. Oder bleibt das jetzt für immer? Lasse dich von diesem funkelnden Produkt überraschen. Dank seiner glänzenden und reflektierenden Partikel verleiht es deiner Haut einen zarten, goldenen Schimmer. Es lässt dein Haar und deinen Körper erleuchten und versorgt sie gleichzeitig mit der Feuchtigkeit, die sie benötigen. Es ist vegan, cruelty-free und ohne Silikone. Ja gut, dann gehen wir mal in das Wabbelkram rein. Das ist gar nicht so wabbelig. Das hat man direkt am Finger. Ich habe ja viele Haare, dann gehe ich da ordentlich rein. Es ist eine interessante Konsistenz. Ich weiß nicht, kann ich das mit der Kamera auffangen oder rutscht mir das jetzt weg? Ja, ne? Das ist so kupferfarben. Ja, gut. Ah, okay, ja gut. Wenn ich das wenn ich das verreibe, dann ist das durchsichtig, Leute. Das ist dann weg. Dann hast du nur die Glitzerpartikel. Das ist dann vollkommen legitim. Okay, dann mache ich das einfach mal in die Haare. So, wenn ich ein bisschen mehr nehme, dann sieht das auch richtig kupfermäßig noch aus. Das mache ich jetzt hier so schön rein. Ist natürlich dann ein bisschen nass. Huch! Sieht man das? Oh, oh, oh! Das muss man, glaube ich, ein bisschen besser verteilen. Weil ansonsten hat man da als Blondchen, was ich nun mal bin, nicht nur Glitzerpigmente, sondern auch ein bisschen Farbe, die dann unbeabsichtigt reinlandet. Was soll der Falschgeiz? Ich mache das jetzt in die ganzen Haare mal rein. Es fühlt sich auf jeden Fall angenehm an. Also nicht, als würde ich jetzt irgendwie Glibber da reinmachen. Weil das halt direkt mit Kontakt mit der Haut so verschmilzt. Ich denke, der Grund, ja, das ist schon ein bisschen klebrig jetzt hier, ne? Ein bisschen strähniger. Aber man sieht es schon glänzend. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber es ist halt, ja. Naja, es gibt auch Textur in die Haare, um das mal so zu sagen. Aber mal gucken, wenn das jetzt gleich am Ende des Unboxings vielleicht getrocknet ist, dann können wir uns das nochmal anschauen. Ob sich da vielleicht was getan hat, aber das finde ich schon mal interessant, denn für sowas mag ich Beautyboxen ja auch, ne? Du hast einfach Produkte drin, die du sonst so nicht testen würdest. Das finde ich irgendwie cool. Also es lässt schon die Haare etwas goldener wirken, finde ich. So. Weiß nicht. Meine Meinung. Aber halt jetzt nicht unbedingt was für jeden Tag. Gut, danach müsste man jetzt in der Theorie Hände waschen. Ich mache einfach jetzt mal so weiter, denn mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Gut, ich habe hier noch als weiteres Produkt einen Nagellack drin. Nailmatic Paris Pure Color. Vernis Vegan, Vernis Bio Sourcé. Das ist wahrscheinlich eine, ja, vegane Geschichte. Und das ist so ein schöner Mauve-Ton. Oder habe ich mir den Nagellack ausgesucht? Ich weiß es nicht. Ninon ist die Farbe. Da sind 8 Milliliter drin. Das ist ja keine Testgröße, ne? Das ist ja eine ganz normale Größe. Da scheinen auch keine Schimmerpigmente drin zu sein. Und wir gucken mal, wie das Bürstchen aussieht. Ja, das sieht gut aus. Könnte für meinen Geschmack einfach auch etwas breiter sein tatsächlich. Es riecht ganz normal nach Nagellack. Nach Lack, genau. Ja,
wird auf jeden Fall mal verwendet. Ich trage ja gerne und viel Nagellack und ja, mache mir jede Woche im Prinzip neue Farbe drauf. Also wird das auch mal zum Einsatz kommen. Das war schon das dritte Produkt und wir haben noch drei weitere vor uns. Achso, steht hier irgendwas Aufregendes zu diesem Nagellack? Nee, es ist ja ein Nagellack, komm, ne? Da ist ja... Heiße den verantwortungsvollsten Nagellack in deinem Badezimmer willkommen. Zu 84 biologischen Ursprungs und basierend auf Zutaten wie Maniok, Baumwolle und pflanzlichem Keratin und heilendem Boretschöl. Okay. Ja gut, dann ist er ja wahrscheinlich halt auch noch in dem Sinne pflegend. Das ist natürlich sehr positiv. Gut, dann haben wir hier ein Produkt drin von Kiehl's. Das finde ich krass. Das ist ein Deep Pore Cleanser. Wow. Das ist eine schöne Geschichte, ne? Kiehl's, da freut man sich auch immer drüber, wenn der zum Beispiel bei Douglas, wenn man dort bestellt, da kriegt man das ja manchmal auch als Goodie mit. Und da freue ich mich immer tierisch und das animiert mich dann auch immer zu kaufen. Da hast du jetzt 30 Milliliter drin. With Amazonian White Clay, also mit weißem Lehm. Und exfoliates and detoxifies, also das soll quasi auch ein bisschen peelend sein und gut sein. 30 Milliliter ist nicht verkehrt. Auf der Suche nach dem perfekten Gesichtsreiniger. Dieser entfernt Talg, Unreinheiten und Toxine, die die Poren verstopfen. Seine Formel, die auf weißem Ton aus Amazonien basiert, von dem bekannt ist, dass er die Haut reinigt und entgiftet. Ideal für Mischhaut und fettige Haut. Gut, ich habe trockene Haut. Vielleicht ist er dann nicht unbedingt ideal für mich, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Warum nicht, ne? Dann haben wir hier etwas drin, was süß ist von Huygens. Ach, das finde ich ja. Oder Huygens heißt das dann wahrscheinlich, ne? Weil es französisch ist, keine Ahnung. L'Huile Visage Elixir Nuit. Das ist ein Nachtelixier, ein Nachtserum. Das ist vegan und tierversuchsfrei. Jedenfalls steht es hier drauf. Eine wirklich süße kleine Pipette mit 5 Millilitern, aber eine süße Testgröße, finde ich cool. Da hatten wir schon einiges in der Goodiebox mit drin von dieser Marke. Ich glaube, ein Körperpeeling und ein Gesichtspeeling war da schon mal mit drin. Dank den Birchbox-Abonnentinnen mitentwickelt, garantiert dir dieses perfektionierende Nachttrockenöl eine gesunde, seidige und strahlende Haut für ein schönes Erwachen. Sagt Tschüss zum müden Antlitz am Morgen. Hä? Das ist von Birchbox-Abonnentinnen mitentwickelt worden. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet. Vielleicht aufgrund von Feedback, was man gegeben hat. Drei natürliche pflanzliche Öle, Kokosnuss, Argan und Süßmandel mit unzähligen Wohltaten für deine Haut. 100% clean. Das ist nett. Wir lieben es für seine nicht fettende Textur, die Feuchtigkeit spendet und die deine Haut über Nacht pflegt und schützt. Ja, das hört sich gut an. Erhitze 5 Tropfen in deinen Handflächen, bla bla. Ja gut, das ist halt wie Gesichtsöl auftragen läuft, ne? Finde ich gut, wird auf jeden Fall mal getestet. Und dann haben wir hier das Produkt, ich glaube, entweder war das die Mascara oder es war der Nagellack, weil ich habe beides noch irgendwie im Hinterkopf gehabt, von Marcel Lash Definition and Expansion Mascara. Das ist eine kleine Größe von Marcel, sagt mir jetzt so nichts. Aber ich finde es ganz cool, dass du hier auch immer irgendwie dekorative Kosmetik mit drin hast. Also das ist so das, was ich auch bei den französischen Unboxings gesehen habe, dass immer irgendwas Dekoratives mit dabei war. Und das macht eine Box für mich halt nochmal umso interessanter. Nicht nur aufgrund der Pflegeprodukte, die man testen kann, um zu schauen, ob sie der Haut halt entspricht, ob man damit klarkommt, sondern auch mit der dekorativen Kosmetik, denn das liebe ich ja. Ne? Okay, Extension plus Skyline. Ich weiß jetzt nicht, ich muss gleich mal gucken, was die Marke davon ist und was die Bezeichnung und wie auch immer. Oh. Die sicher. Lang, dünn, Kunsthaarbürstchen, schmal, okay. An irgendeine andere super teure Mascara erinnert die mich gerade auch volle Lotte, aber ich weiß nicht welche. Habe ich so schon mal gesehen, das Bürstchen. Riecht nicht so super angenehm, aber jetzt auch nicht irgendwie extrem chemisch oder so. Riecht halt wie eine normale Mascara. Auch diese Box hat mir wieder richtig gut gefallen. Und ich finde auch, wenn ich 16,90 Euro für das ansetze, was ich ja ausgebe, weil es sind ja 13,90 Euro plus 3 Euro Versand, finde ich das vollkommen legitim. Also ich finde die Produkte cool. Ich denke, dass man da sich schön durchtesten kann. Und ich kann halt auch alles verwenden. Ich kann alles gebrauchen. Und das hier ist halt für mich eigentlich so ein Produkt, was typisch für so Beautyboxen ist. Einfach mal so ein Teste doch mal was Neues Produkt. Deswegen
coole Box, hat mir gefallen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.